Moin Freunde und herzlich willkommen auf dem Paintball-Channel. Ich habe heute mal wieder was ganz Schickes für euch und zwar Masken. Es wurde gewünscht, dass ich mir Maskenvideos mache oder allgemein Produkte vorstellen. Jetzt kommt noch mal ein Maskenvideo. Und zwar habe ich hier einen Klassiker und die neue Überarbeitung. Beide finde ich cool. Kommen wir erstmal zum Klassiker. V-Force Grill. Eine Maske, die sich immer so ein bisschen abgesetzt hat von den anderen Masken, denn sie hat ein ganz anderes Maskenglassystem. Nein, nicht System. Thermalglas natürlich doppeltwandig, aber die Form ist anders und sie sieht einfach ein bisschen böse aus mit diesen leicht zusammengekniffenen Augen. Gibt es in unheimlich vielen Farben, in unheimlich coolen Farben. Fast schon ein Sammlerstück in manchen Farbkombinationen. Ich glaube, hier habe ich auch so eine dabei. Und dann ist jetzt rausgekommen die V-Force 2. Etwas überarbeitet. Der Maskenglaswechsel ist jetzt etwas anders. Und es gibt sie noch nicht in so vielen Farben, aber immerhin schon coolen Farben. Lass uns doch darüber mal reden. Schön, dass ihr hier seid. Also, lass uns mal angucken, was wir hier haben. Als erstes mal beide Masken hier original verpackt. Der erste Unterschied, der auffällt, hier ist es ein Schwarz mit grauer Absetzung. Hier ist es eine mattgraue Absetzung mit Schwarz. Das ist die Version 2. Sieht von der Farbkombination, ich weiß nicht, ob man es so ein bisschen sieht, ein bisschen anders aus. Aber das soll es ja nicht sein. Grundsätzliche Informationen sind hier hinten drauf Sicherheitswarnung auf der Maske. Der Einsatz werden immer noch so ein paar verschiedene Farben angeboten, welche jetzt in dieser Serie rausgekommen ist. Da gibt es immer Serien, die jedes Jahr rausgebracht haben. Darum gibt es so viele verschiedene Farben und welches Glas in dieser Maske eingebaut ist. Haben wir jetzt hier nicht, aber ansonsten kommen wir erstmal zur alten Version. Die übrigens immer noch angesagt ist, also nicht alt, es ist halt nur die Version 1 und gibt es immer noch und coole Farben, sitzt super, lässt sich super spielen. Ich finde sie sehr cool. Also, was haben wir hier dabei? Wir haben die Maske dabei mit einem dunklen Smoke-Glas und einer sehr schönen, leicht Militäransatz angehauchten Bedruckung, kann man ja schon fast sagen. Mastenstrip auch in der Form, finde ich sehr cool. Was noch dabei ist, ist ein zweites Maskenglas in klar. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Wir haben den coolen Visor, der ist so markant, weil hier oben diese bösen Augenbrauen, die hier mit drauf sind, sind hier so integriert. Fand ich immer sehr cool. Wir haben noch einen Maskenbeutel dabei und eine einfache Anleitung. Ansonsten die Maske in sich selber. Grundidee ist halt schon länger da. Wir haben natürlich hinten verstellbare Maskenstrap. Wir können sie gut anpassen. Sie hat einen sehr coolen, engen Sitz. Man kann gut damit hören, finde ich. Habe sie sehr lange auch sehr viel gespielt. Wir haben einen ganz klassischen Clip unten als Kinnriemen. Ansonsten, ich muss sie mal aufsetzen. Sieht sie einfach geil böse aus. Die hat diese leicht gewölbten Gläser. Auf Fotos sieht das sehr cool aus. Das gerade in Chrom voll übel, weil das halt noch wie so ein Fischauge funktioniert. Ansonsten, mein ganzes Kinn ist geschützt. Meine Ohren sind geschützt. Die Stirn ist halt so ein bisschen frei. Da empfehle ich halt immer ein Beanie oder eine andere Mütze aufzusetzen. Ansonsten, mit dem Schirm kommt man noch ein bisschen höher. Der Schirm ist ganz gut, wenn es zum einen regnet, weil dann halt nicht so viel Wasser auf die Linse kommt. Oder natürlich, wenn ihr so viel Schatten braucht, weil es einfach die Sonne so steht. Finde ich aber sehr cool, dass der dabei ist. Wie gesagt, die Version 1 lasse ich mal hier vorne liegen. Schauen wir uns mal die Version 2 an. Boxsystem ähnlich aufgebaut. Wir haben jetzt hier mal eine schwarze Version. Sieht sehr cool aus. Was auffällt, wir haben jetzt ein eigenständiges Ohrpadding. Das ist ein bisschen anders gemacht. Sieht man mehr bei den anderen Herstellern halt auch. Aus so einem weicheren Material mit so einem Gewebe überklebt sozusagen. Wir haben eine extra Ohrpartie hier unten. Wir haben immer noch das verstellbare Maskenstrap hinten, was man zusammenziehen muss. Maskenglas ist sehr ähnlich geblieben hier. Die Form in sich selber, die Luftlöcher sind ein bisschen anders. Und wir haben innen drin eine andere Auffassung. Das heißt, die Einser konnte man nicht so gut mit Brille tragen. Das heißt, der Brillenbügel hier an der Seite wurde hier immer so ein bisschen angedrückt. Das haben sie jetzt bei der Zweier gelöst. Die klassische Version, der Schaumstoff an der Seite ist einfach offen. Das heißt, ihr könnt sie besser mit Maske tragen. Sie liegt sehr nah am Gesicht an. Das heißt, ihr müsst gucken, ob sie mit eurer Brille überhaupt passt. Ansonsten fühlt sich erstmal ganz cool an. Bei beiden ist der Bereich hier unten sehr flexi. Der Aufbau ist jetzt halt ein bisschen anders. Ich weiß gar nicht genau, ob die gleichen Gläser verbaut sind.
Aber Maskenglaswechsel, der hat sich nochmal so ein bisschen geändert. Ansonsten, ich setze den mal kurz auf. Kinstrap hier unten, wie bei der Version auch. Mach den mal kurz länger. Mit einem einfachen Clip-Version. Da gibt es ja mittlerweile von HK und Push auch die Möglichkeit, den Kinstrap einzeln zu kaufen. Zu machen. Auch der Schaumstoff sitzt, wirkt ein bisschen härter. Gerade auf der Nase. Ansonsten die Ohren sind sehr gut abgedeckt. Ein Kinn. Ich glaube, ein bisschen mehr Kinn kommt raus als bei der Version. Kann jetzt aber einfach vom Sitz sein. Natürlich die Stirn wieder frei. Aber. Ups. Wir haben ja auch hier so ein paar Sachen dabei. Was haben wir denn dabei? In dem Beutel ist nochmal ein Regenschirm sozusagen dabei. Regensonnenschirm. Ein bisschen anders ausgebaut als bei der ersten Version. Und ein Maskenbeutel. Hier jetzt kein extra Glas. Hier gibt es ja nochmal ein klares Glas bei der Version 1.2. Bei der Version 2 noch nicht. Aber jetzt gucken wir mal sozusagen uns nochmal an, wie der Maskenglaswechsel funktioniert. Maske, ihr seht das auch schön, die Wölbung im Glas spiegelt sich hier mein Studio. Finde ich sehr cool. Der Rahmen hier so ein bisschen matt. Setzt sich gut ab, zweifarbig halt angesetzt. Eben den schönen weichen Schaumstoff. Gute Belüftung oben und im vorderen Bereich. Die O-Partie hier gut geschützt, nicht so viele Löcher, das haben sie jetzt ja überarbeitet, neuer gemacht. Ansonsten, wenn ihr an die Maskengläser ran wollt oder das Strap lösen wollt, die Straps sind hier an der Seite festgemacht. Das heißt, ihr müsst hier, seht ihr das, ihr müsst hier den Pin zusammendrücken, also ein bisschen nach vorne schieben, zusammendrücken. Dann kann man es rausziehen. Das macht man an beiden Seiten, also ein bisschen nach vorne schieben. Zusammendrücken, nach hinten ziehen. Dann lösen sich hier die Platten. Hier kann man übrigens auch sehr cool Sticker drauf machen oder andere Sachen. Gibt es auch 3D gedruckte Inlays, die ihr da reinsetzen könnt, wo eine Kamerahalterung direkt mit dran ist. Das gleiche hier auch. Darunter kommt jetzt dieser Verschluss zum Sehen. Ja, das geht nicht mehr. Kann mit dem Geldstück oder dem Schlüssel rangehen. Dreht das auf. Das heißt, der Pfeil zeigt jetzt nach oben. Jetzt könnt ihr in den Bereich hier lösen. Das gleiche auf der anderen Seite. Einmal drehen. Ist das auf? Könnt ihr es lösen? So kriegt ihr den Schaum raus. Dann kommt ihr auch besser ans Glas ran. Könnt das nach vorne rausziehen. Habt das Glas aus der Maske rausgenommen. Könnt das jetzt vielleicht ein bisschen besser reinigen, die Maske nochmal besser reinigen oder halt austauschen. Ist natürlich bei der 1-Version jetzt hier ganz cool, weil da nochmal ein zweites Maskenglas bei ist. Ansonsten rein das gleiche. Erst oben, dann nach unten reinschieben. Hier kommen an der Seite die Pins schon durch. Ich setze von innen jetzt wieder den Rahmen rein. Das wieder fest. Jetzt könnt ihr hier hinten wieder. Ah, falsche Seite. Steht übrigens innen drin, welche Seite es ist. Reinsetzen. Von innen. Reinklippen fest. Auf der anderen Seite das gleiche. Drunter. Ran. Maskenglas gewechselt. Schauen wir uns mal die Version 2 an. Als erstes nochmal hier die Maske. Im Bereich alles weich hier. Hat sich hier auf jeden Fall in der Form so ein bisschen schon was verändert. Man sieht eindeutig, dass es eine neue Version ist. Hier mit den Metallpads hat die erste ja auch gehabt. Damals noch oval, jetzt so ein bisschen eckiger. Und hier die neuen Ohren. Haben jetzt ziemlich viele Masken, so diesen Ohrwechsel. Ansonsten von innen der Schaum. Fühlt sich ein bisschen anders an, wenn man sie auf hat, als die 1. Aber hier mit den Schlitzen, um jetzt eine Brille zu tragen. Ansonsten grundsätzlich der Wechsel ähnlich. Nach vorne schieben, zusammendrücken, rausziehen. Gleiche auf der anderen Seite. Rausziehen.
Dann lösen sich hier die Ohrteile auf beiden Seiten. Dann haben wir auch hier wieder den Verschluss mit dem Rahmen. Ich gucke jetzt mal, ob ich die Maske so rauskriege. Ne, geht so nicht. Also hier wieder lösen auch. Dann kann ich den Frame rausnehmen hier. Ziehe ich das Maskenglas ein bisschen freier. Hochziehen, Maske oben rausdrücken, kommt sie schon rausgeflogen. Haben wir hier das Maskenglas. Könnt ihr jetzt gegen andere Farben wechseln. Beim Reinsetzen wieder das gleiche. Andersrum natürlich. Guckt, dass ihr mit den Haken sozusagen innen an der Maske liegt. Dann unten reinschieben, oben raufdrücken. Von innen hat sich das hier so ein bisschen geändert. Das Maskenglas liegt jetzt hinten mehr an, kann gar nicht weiter reinrutschen. Jetzt kommt der Rahmen wieder rein. Er ist oben, dann unten einfädeln. Jetzt die Verschlüsse wieder aufsetzen. Auf beiden Seiten. Das kann ich jetzt wieder festdrehen. Dann kommen die Pads wieder drauf, unter das Maskenglas reinschieben, von innen verhaken, das gleiche hier, und das Maskenglas reinschieben und von innen verhaken. Fertig. Wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, geht das auch recht schnell. So viel also zu den beiden Masken. Grill 2 finde ich eine schöne Überarbeitung, ist ja mehr so ein Mittelklasse-Preissegment-Maske, funktioniert aber sehr gut, sehr gute Turniermaske und auch sehr gut im MacFit, weil sie sehr schmal am Kinn ist, das heißt, man kann sehr nah an den Markierer rankommen und so ein bisschen besser über den Lauf gucken, das heißt, Kimme und Korn, wenn ihr einen MacFit-Markierer habt, könnt ihr sehr gut damit anspielen. Hier gibt es viel mehr abgefahrene, coolere Farben. Sie ist auch ein bisschen günstiger. Die 2er ist halt jetzt, wie gesagt, nicht ganz neu, aber dieses Jahr auf den Markt gekommen. Ich finde sie sehr cool. Also, Produktlinks zu meinem Partnershop unter dem Video. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mal, was eure erste oder was eure Lieblingsmaske ist. Das würde mich interessieren. Ansonsten schreibt auch mal gerne drunter, was ich mir nochmal angucken soll. Falls ihr bestimmte Wünsche habt zu irgendeinem Produkt, ich versuche es euch dann ranzukriegen und hier ein schönes Video zu machen. Ansonsten gibt es jetzt hier mal ein anderes Maskenvideo und hier sehen wir ein Highlight-Video. Bis dann. Ciao und tschüss. Euer Chris.